Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Rokorti mit mir, dem Chris und Scheiße. Gib mir die Niederle. Hab ich sie noch bekommen? Oh Gott sei Dank. Und zwar, ja, seit langem mal wieder ein Video von mir. Ich habe mich ein bisschen aufgerüstet von meiner Aufnahmequalität, sage ich jetzt mal. Ich habe mir jetzt Softboxen geholt, einen neuen PC geholt und ich will euch heute eine Taktik zeigen in TFT. Die meisten kennen es ja wahrscheinlich schon und es ist wahrscheinlich auch schon bei den meisten ausgelutscht, weil keiner mehr Bock drauf hat. Aber ich wollte euch eine Taktik zeigen, mit der ich bis jetzt eigentlich so gut wie jedes Spiel gewonnen habe. Ich habe, glaube ich, erst einmal verloren. Also ich zeige euch jetzt eine Combo, die man eigentlich echt ganz gut spielen kann. Und was schreiben die da jetzt schon wieder? Okay, alles klar. Und zwar spielen wir, ihr werdet es ja sehen. Gute Aufnahme auf jeden Fall schon wieder hier. Ist ein bisschen ungewohnt, seit langem mal wieder aufzunehmen. So, haben wir die Tristana drauf. Und zwar ist es mein Ziel, erstmal Blitzcrank und Tristana so schnell wie möglich auf 3-3 zu bekommen. Aber ihr werdet es ja gleich sehen. Haben wir irgendwie ein Bekanntes dabei? Nein, Marcel ist dabei. Also ist niemand Bekanntes dabei. Ja, was sind das schon wieder für Lelix, ey. Ganz ehrlich. So, jetzt hätte ich gerne einen Warwick. Dann kriege ich nämlich den Bestienbonus. Das versuche ich immer als erstes. Oh mein Gott, Alter, perfekt. Oh, Tristana dabei direkt. Ja, jetzt ist der Anfang eigentlich schon mal ganz gut. Es fehlt nur noch der Blitzcrank, der am Anfang weggesnackt wurde. Das wäre ganz geil, wenn wir den noch irgendwie bekommen. So schnell wie möglich. Am besten gleich beim nächsten Rad. Oder halt da unten in der Auswahl. Und ich hoffe jetzt noch auf ein paar gute Items. Ich muss die Tristana nämlich richtig hochballern. Die steht dann einfach später nur noch hinten und ballert alles weg. Der Junge als Maul, ey. Was sind das schon wieder für Menschen, ey? Ja. War so ein easy peasy. Also ich bin jetzt noch nicht wirklich der Beste in dem Spiel, sagen wir es mal so. Ich habe mich jetzt noch nicht so krass auseinandergesetzt damit und jetzt ist das schon wieder Kacke, weil ich nichts bekomme, was ich brauche. Jetzt ist die Frage, ob ich Rewall oder... Ja, komm, einmal. Ja, Warwick und Tristana, geil. Perfekt. So wollen wir das doch sehen. Es fehlt halt nur noch der Blitzcrank. Der wäre jetzt gleich in der nächsten Runde ganz geil, wenn ich den bekommen würde. Aber erstmal gucken, wie die erste Runde jetzt läuft. Ich hoffe mal, dass wir das gewinnen. Wahrscheinlich spielen wir jetzt gegen Marcel. Das wäre richtig geil. Oh, okay, schade, aber gegen diesen anderen Henno-Fan. Er hat schon Mordekaiser auf 2, das sollte aber trotzdem kein Problem sein. Oh, Niederle, mach bitte deine Ulti. Danke. Oh, der Heal hält trotzdem nicht genug durch. Scheiße, okay, ich verliere die Runde tatsächlich. Egal, dann haben wir gleich eine beste Auswahl beim... Oder? Oh! Ich gewinne. Ich gewinne die Runde. Hätte ich nicht gedacht. War auch gar nicht knapp oder so. Nein. Wer auch sonst da, ne? Was auch sonst, meine ich. So, da ist schon die Niederle. Ist die Frage, ob ich weiterkaufe oder... Warte. Ich kaufe jetzt einfach nochmal weiter. Das sind Warwick. Haben wir jetzt auch schon auf Level 3. Niederle auch. Alter. Ich meine auf Level 2. Das ist auf jeden Fall schon mal lecker. Ist noch ein Warwick dabei. Ja, so kann es weitergehen. Es fehlt halt nur der Blitzcrank, der eigentlich zu der Taktik dazugehört. Ich hoffe, der kommt jetzt auch. Sonst mache ich dieses Video einfach komplett umsonst. Ach ja. Okay. Ich verstehe die Leute nicht, die ihre Items immer da hinten liegen lassen. Ich setze es einfach immer direkt ein. Ist das irgendwie eine Taktik, dass man das da liegen lässt oder so? Okay. Ah, das sieht doch schon wieder ganz gut aus. Ja. Das läuft auf jeden Fall. So, jetzt hoffe ich auf den Blitzcrank, bitte. Oh, Mann. Okay, die Runde warte ich jetzt einmal ab. Es läuft ja sowieso gerade, warum sollte ich mir jetzt was kaufen? Gucken wir mal, was Marcel baut.
Okay, der hat schon Graves mit dem Schwert. Oh. Okay. Wie heißt das Item nochmal? Befreiung und Schlag. Stimmt, bin ich gar nicht drauf gekommen. Ach ja, aber das sollten wir eigentlich trotzdem gegen ihn gewinnen, falls wir jetzt gegen ihn spielen sollten. Oh, lol. Ja, okay, er hat noch einen vierten aufgestellt. Oh, okay, das wird knapp. Oh, ich bin ja auch schon Level 4. What the fuck? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh, wir werden ja komplett auseinandergenommen. Oder? Aber Nidalee hat jetzt ihre Ulti. Das ist eigentlich ganz geil. Jetzt kommt sein Item gerade. Das ist nicht so geil. Okay, die Runde verlieren wir. Ups. Ja. Egal. Jetzt haben wir da. Jetzt kommen wir früher dran bei dem Rad. Habe ich nichts gegen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier ein Blitzcrank bei ist. Oh, tatsächlich. Wo bin ich? Da. Okay. Ich hoffe, ich krieg den. Hey, bitte nimm mir den nicht weg. Du Hurensohn, wehe! Alter, ich dachte gerade. Lass mich hier raus, Alter. Ich will den Blitzcrank, Mann. Ja, wir bekommen ihn. Geil. Das läuft schon mal. Gott sei Dank. Das ist jetzt eigentlich ganz nice. Und da baller ich jetzt so viel AP drauf wie möglich. Ich hatte natürlich jetzt die Rüstung. Ja, kann man vielleicht trotzdem was draus machen. Die Rüstung ist jetzt bei Blitzcrank ja auch nicht so schlecht. Oh, Warwick und Tristana nochmal. So, der kommt jetzt erstmal hier hin. Ich warte noch ein bisschen. Erstmal gucken, wie die Runde jetzt läuft. Die Niederlage stelle ich erstmal dahin. So, mal schauen, wie das jetzt läuft. Ich weiß jetzt nicht, gegen wen ich spielen muss. Okay, gegen Papier Jakob 1, 2, 3, Mensch. Einfallsreicher Name. Oh, der hat einen Nobel-Buff, natürlich. Natürlich hat er den Nobel-Buff. Aber es sieht trotzdem ganz gut aus. Und Blitzcrank wird schön hochgehalten von der Nidalee. Das ist einfach so krass OP. Er schafft es nicht mal, den Blitzcrank zu töten. Okay, doch. Never mind. Aber sogar Tristana stirbt auch noch. Unnötig. Wegen ein Auto-Attack. So, das ist wieder die Nidalee direkt. Jetzt sehe ich hier gerade, Lulu ist hier auch schon. Die würde ich nämlich als fünftes holen. Ja. Ich gebe jetzt einfach mein Geld mal aus. Oh, Blitzcrank nochmal. Geil. Oh, Lulu direkt auf Level 2. Jetzt lohnt sich jetzt schon fast die. Ich kaufe mir jetzt nur nochmal ein Leben. Ja, ein Level. Ja, nächste Runde können wir Lulu dann auch direkt draufsetzen. Ist aber eigentlich ganz geil. Lulu kann nämlich auch ganz gut die Fights carryen. Oh, easy. Wieso verfehle ich denn? Ach so, wegen Phantom Dancer. So Phantom Dancer, oder? Ja. Ja, aber es sieht doch ganz gut aus. Ja. Die Runde sollten wir auch holen, genau. Bis jetzt eigentlich ganz nice. Wir sind sogar jetzt wieder Erster, lol. Oh lol, Alter, das läuft da richtig, ey. So, packen wir die Lulu hier direkt drauf. Wo machen wir sie hin? Ja, komm hier hin. Überlege, ob ich den Blitzcrank erstmal kurz hier hinstelle. Mal gucken, was passiert. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Pro in dem Spiel. Ich habe es auch noch nicht so häufig gespielt. So. Erstmal gucken, was die Golems machen. Komm, gib mir irgendwas Gutes. Gib mir überhaupt was, meine ich. Okay, das ist, naja, naja. Ah, Flächenschaden, weiß ich nicht, auf Tristana. Dann gib mir irgendwas Vernünftiges jetzt. Träne, was bringt das nochmal? Oh ja. Oh ja, das nehme ich gerne mit. Ja, roter Buff auf Blitzcrank, das hört sich auch ganz gut an. Finde ich ganz nice bis jetzt.
So. Da ist nichts bei. Warte ich jetzt erst eine Runde ab und guck dann, oder? Ja, ich warte jetzt erstmal ab. Wir sind ja ganz gut aufgestellt, muss ich sagen, bis jetzt. Das Einzige, was mir fehlt, ist noch AP auf Blitzcrank, damit der Hook einfach jeden one-shottet. Das ist nämlich auch ein Grund, warum die Taktik so geil ist. Warum hat er so viele Items da hinten liegen? Das verstehe ich nicht. Ja, komm. Das läuft doch auch schon wieder ganz gut. Es ist nicht mal einer von uns gestorben. Ihr seht schon, die Taktik geht ganz gut auf bis jetzt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Nicht, dass ich jetzt hier sage, oh ja, ihr gewinnt jede Runde damit und dann wird doch nichts draus. Komm, wir machen kurz diese eine Quest da fertig. Es gibt nicht im Moment eine Quest mit 50 Gold. Dass man 50 Gold sammeln muss. Die werde ich jetzt mal kurz fertig machen. Was hat er denn jetzt schon? Hat sich da hingestellt, okay. Oh, er hat. Oh mein Gott. Was baut er eigentlich? Revolver-Dingens, ne? Was bringt das denn? Angriffe auf alle Gegner in Reichweite. Oh, okay. Ich hatte jetzt noch nie vier Revolver auf Revolverheld auf dem Feld. Boah, der Damage. Und das ist noch nicht alles. Das ist das Geile. Ja, also die Runden laufen ja eigentlich ganz easy durch hier. Ganz geschmeidig. Jetzt muss ich nur die 50 Gold zusammenbekommen, damit ich die Quest bekomme. Ich verstehe nicht, warum das immer manchmal so lange dauert. Als wenn der durchgehend Yordles gegeneinander spielen. Ja. Hat der erste schon im Vayne auf Level 3, alles klar. Ist natürlich kacke, dass ich jetzt nichts kaufen kann. Aber dann komme ich halt später nochmal zurück. Haben jetzt die Bestie auf 2, den Schläger auf 2 und später werden wir auch noch Yordle auf 3 haben. Und diese Combo zusammen ist eigentlich ziemlich nice. Deswegen, ich habe echt viele Runden damit gewonnen. Erst eine verloren, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Also eigentlich ist sie bis jetzt top. Ihr seht es, es macht einfach so viel Damage. Es stirbt nicht einer von mir. Es stirbt nicht einer. Es stirbt einfach nicht einer. Was ist das? Ist einfach so geil. Jetzt haben wir schon eine Serie. Ist doch eigentlich ganz geil. Kommen wir jetzt auf 50 Gold schon? Nee, ne. Na, was laber ich eigentlich? Jetzt kommt erstmal das Rad des Todes, Alter. Ich hoffe mit Blitzcrank. Nein, natürlich nicht. Den Gnar könnte ich holen. Ich bin erst einmal überlegen, ob ich Gnar oder Poppy. Das kann man eigentlich beides spielen in der Combo. Aber da der jetzt gerade mal Gnar ist, dann würde ich den nehmen. Falls den jetzt nicht der nimmt. Es war so klar, Alter. Fick dein Leben. Mann! Okay, eigentlich brauche ich jetzt gar nichts davon. Ich kann mir den hier nehmen für. Ach, scheiße, Alter. Eigentlich brauche ich jetzt gar nichts davon. Alles gut ist einfach weg. Ich bin halt Erster, ne? Was soll ich machen? Nimm einfach Evelyn. Ich weiß sonst nicht, was ich gebrauchen kann. Werde jetzt was auf Level 3 bekommen. Mordekaiser, alles klar. Ja. Die verkaufen wir mal. Das hört sich ganz gut an, wenn sie stirbt. Nelly, kauf mal kurz. Okay, dann warten wir noch ab. Es ist halt die Poppy gerade dabei, ne? Ah, ne, ich warte noch. Ich will ja die 50 Gold, die habe ich jetzt gleich nach der Runde. Also eigentlich müsste ich die haben. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Oh, jetzt müssen wir. Was? Oh, der hat schon zwei Level 3er? Okay, ich glaube, das ist die erste Runde, die wir jetzt hier. Oh, ne, die zweite, die wir verlieren. Da machst du nichts. Oh, der hat auch Pike mit. Oh, ja, natürlich. Das ist im Moment halt der stärkste Champion mit Shoten. Da machst du nichts, Alter. Ja, okay. Natürlich stirbt Nidalee als letztes mit ihrem Item.
Was für ein Unluck. Egal, das ist eigentlich mir jetzt egal. Da ich mir gleich was... Oh mein Gott, als ob. Komm, die beiden kaufen wir. Jetzt haben wir Blitzcrank auf 2. Das macht der Hook schon einen ganz guten Damage. So, dann sind wir halt nach der Runde auf 50 Gold. Und dann können wir erstmal ordentlich raushauen. Aber wir sind ja immer noch Erste, also wo ist das Problem? Ich sehe bis jetzt noch kein Problem. Marcel gegen... Ne, wieder gegen Papierkorb, Alter. Hä? Wieso denn schon wieder gegen den? Das ist ja komplett dumm. Das ist doch klar, dass ich die Runde wieder verliere. Was ist das denn für ein... Hä? Das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Jetzt ist Niederlehen, wenn es ein bisschen früher geschoben, das bringt mir auch nichts. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt zweimal gegen den gleichen Gegner muss. Das ist ja voll unfair. Also das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, wie das geregelt wird, wie das ausgewählt wird, aber das fand ich jetzt ein bisschen komisch gerade. So, jetzt sind wir auch auf 52. Das heißt, die Quest müsste ich jetzt eigentlich erledigt haben. Jetzt ballern wir alles raus, was wir hier haben. Oh, Blitzcrank wieder. Udo ist hier auch nochmal bei Warwick. Ich weiß nicht, ob ich ihn. Soll ich ihn verkaufen? Ist eigentlich egal, was ich mache. Oh, komm. Dann brauchen wir nur noch einen Warwick. Das wäre eigentlich ziemlich nice, wenn wir ihn jetzt. Oh, zwei Items. Ich weiß gerade nicht, was passiert, wenn ich die Träne jetzt. Was passiert, wenn ich den jetzt gebe? Ach, das auch nochmal. Das ist eigentlich ganz geil, wenn man das doppelt hat, oder? So, jetzt müssen wir auf Warwick hoffen. Pastana? Oh Mann. Ich habe keinen Platz mehr. Das ist ärgerlich. Ich werfe die Lulu jetzt nochmal weg. Wieso habe ich die Tristana denn nicht gekauft? Bin ich behindert? Als ob ich jetzt zweimal Lulu wiederbekomme. Hallo, danke. Jetzt kann die Lulu gerne wiederkommen. Jetzt habe ich auch endlich wieder Platz hier. Warwick brauchen wir nicht mehr. Ja, jetzt, wieso kommt denn jetzt alles doppelt? Niederlädt, danke. Und Level 6 nochmal schön gekauft. Jetzt hoffen wir gleich mal, dass wir Poppy oder Gnar bekommen. Die Runde verlieren wir, gewinnen wir nämlich wieder. Jetzt haben wir auch endlich ein Level 3er. So, es gibt mir. Oh, ein Blitzcrank, geil. Okay, ich spare jetzt erstmal. Oh, jetzt kann ich ja. Ich könnte aber noch wen draufsetzen, das ist das Problem. Also, ich setze Graves einfach nur als Platzhalter drauf. Dass ich Revolverheld aktiviert habe. Aber eigentlich stelle ich gleich genau oder Dingens drauf. Wie heißt sie, Poppy? Oh, da ist Marcel. Mal gucken. Der hat noch keinen goldenen, alles klar. So, die Tristana ist, wie ihr seht, instant rausgenommen. Der Red Buff macht auch noch ordentlich Damage. Ja, und das war's. Wie viele Sekunden waren das? Ich weiß es nicht. Ballert auf jeden Fall rein. Ich habe halt Nidalee und Lulu als Support sozusagen. Die schön mit ihrem Item auch noch heilen, falls sie sterben. Blitzcrank holt sich halt einfach instant einen raus. Und Warwick und Tristana machen den Rest. So, ja, ich warte noch, bis das Rad gleich kommt. Und dann hoffen wir endlich mal auf Poppy oder sowas. Das wäre eigentlich ziemlich geil. Da haben wir nämlich noch den Yordle-Buff. Theoretisch könnte ich jetzt auch einfach Graves drin lassen und auf Level 7 warten und dann Poppy reinmachen. Wäre auch eine Möglichkeit. Dann haben wir den Revolver-Held-Buff auch direkt dazu. So, wer kommt jetzt? Oh, den Erstplatzierten. Oh, der hat schon. Alter, der Garen, der hat ja alles. Okay, das ist wichtig, dass der Varus da rausgenommen wird. Der macht nämlich auch ziemlich viel Damage, glaube ich. Ja, das war wichtig, dass der rausgepickt wurde.
Sonst hat Nidalee ihre Ulti drauf. Draven, der Draven macht auch viel Damage, obwohl er nichts hat. Oh, Alter, die Lulu-Ulti in der letzten Sekunde, die war richtig wichtig. Oh. Ja, mache ich. Allein diese zwei Items haben diesen Five so gecarried. Diese zwei Support-Items, ey. Krass. Der Fight hätte ich eigentlich verloren und da ist Gnar. Bitte, bitte. Oh, Nidalee könnte ich auch gebrauchen, aber Gnar ist mir jetzt gerade erst wichtiger. Ah, das ist auch eine Poppy, ne? Oh, der Blitzcrank. Oh mein Gott, Alter, ich kann ja alles wählen fast. Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Gehe ich auf Gnar? Ich gehe auf Gnar, oder? Ich bin eh als letztes dran. Alles klar. Tschüss, Gnar. Nur Scheiße bekomme ich die ganzen Runden. Das ist schön für dich. So. Nimm mal Blitzcrank. Ist ja auch eine Möglichkeit. Jetzt brauchen wir nur noch einen, glaube ich, ne? Ne, zwei sogar noch. Oh, da ist Gnar. Alter, perfekt. So, die paar Runden warte ich jetzt noch ab, dann müsste ich mir eigentlich genug Level kaufen können. What the fuck war das denn, Alter? Auf einmal kaufen sich alle Dreier. Ja, ich spare jetzt die nächsten zwei Runden und dann gönne ich mir Level 7. Und dann packe ich Gnar drauf. Das hört sich ganz gut an. Okay, wir müssen mal. Ach du Scheiße, was hat der denn alles? Der ist schon Level 7. Ja, was hat der für ein Buff, Alter? Die haben ja alle was von dem. Ja, Graves war jetzt nur so. Den konnten sie ruhig auseinandernehmen, war mir relativ egal. Nein, jetzt geht doch nicht alle aus dem Buff raus. Uff, Alter, der macht mich ja komplett aus. Der nimmt mich ja komplett aus dem Leben. Eieiei. Okay, das ist eklig gewesen. Oh, ein Blitzcrank fehlt noch. So. Ein Blitzcrank fehlt noch, dann habe ich den auf Level 3. Als ob er rausgeflogen ist, als ob. Oh Mann, ey. Nur Dreck bekommen von Anfang an Grace Level 2 auf der Bank und 2-1 auf der Bank und nie wieder eingesehen. Alles klar, halt's Maul. Ja, ist dein World Einzelschicksal. Und ich werde auf einmal von allem auseinandergenommen. Das verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Ja, was soll ich machen gegen. Ich glaube, der hatte 3 auf Level 3, ne? Ist auf jeden Fall witzig. So, kaufe ich mir jetzt oder kaufe ich mir danach? Och, ich weiß nicht, Mann. Komm, wir warten die Runde jetzt noch ab. Ach, es läuft doch nicht so wie geplant, muss ich sagen. Diese Vögel, ne? Dieser Damage. Ja, die machen mich. Die machen mich. What? Als ob. Das ist mir auch noch nicht passiert. Das ist mir noch nicht passiert, Alter. So. Packen wir den Gnada noch mit schön drauf. Hey, hallo, du sollst da drauf bleiben. Oh, lieber die. Genau so. Das brauchen wir natürlich auch noch. Oh mein Gott, noch ein Gnada. Perfekt. Wenn wir den auf 2 bekommen, das wäre eigentlich schon geil. Der wird mich komplett ficken. Allein weil er den Nobel-Buff hat. Und 2 auf Level 3. Was war das denn?
Blitzcrank überhaupt gegrabt? Ja, jetzt hat er gegrabt. Oh, nice, da kam die Gnar-Ulti raus. Und schon läuft der Fight etwas besser, muss ich sagen, Mensch. Kaum ein Champion mehr drauf und es sieht alles wieder anders aus. Oh, Alter, der hält ja mega viel aus. Egal, gewinnen wir trotzdem. Das war ziemlich geil gerade. Oh, kann das nicht einer davon Gnar sein? Ist die Frage, spare ich jetzt wieder oder? Scheiß drauf. Ich brauche jetzt genau auf Level 2. Oh mein Gott. Okay, tschüss, Nidalee. Da haben wir ihn. So, jetzt brauche ich Tristana. Ich habe Tristana auch noch nicht auf Level 3. Ich habe erst Warwick auf Level 3. Es läuft ja gar nichts so wirklich. Ist mir gar nicht aufgefallen. Egal, genau auf Level 2 schon mal übel zick. Oh, wenn ich das schon sehe. Er hat einfach 4 auf Gold, ey. Was ist das denn? Muss zwar nicht immer was heißen, aber trotzdem. Das ist schon einfach nur eklig. Oh, die Gnar-Ulti war ganz geil eigentlich. Oh, der Gnar, der carried das. Der Gnar ist ja übelst OP. What the fuck? Ja, wenn Gnar nicht getötet wird vor seiner Ulti, dann ist er richtig GG. So. Es fehlt mir immer noch ein Blitzcrank. Nidalee habe ich auch noch nicht auf 3. Ah. Ah. Wieder nichts, Alter. Das ist halt das Risiko, wenn man das aktualisiert. Schade, schade. Oh Mann, vielleicht wird es trotzdem noch was. Alter, was hat der denn alles? Der ist Level 8. Der hat halt noch 5 Punkte, aber trotzdem. Nimm doch erstmal den Draven da raus. Der macht nämlich trotzdem Damage, obwohl er auf Level 1 ist. Aua. Oh, der Gnar wieder. 4 oder 5 Leute getroffen. Bringt mir trotzdem nichts. Nee. Das wird nix. Das sieht gar nicht gut aus. Tschüss. Ja, der macht ja alle fertig. Wieso habe ich so viel Damage genommen? Ich habe einfach 3/4 meines Lebens gerade verloren. Ja, super. Nidalee, ne? Nidalee könnten wir gebrauchen. Ja, komm. Der oben hat schon keinen Bock mehr. Dann fehlt jetzt nur noch eine Nidalee auf Level 3. Oh, Blitzcrank auf Level 3. Endlich, aber ich glaube zu spät. Schade, schade. Ich glaube, das war ein bisschen zu spät. Aber wir werden ja jetzt sehen, was noch passiert. Ich bin überlegen, ob ich Blitzcrank mal. Habe ich noch Zeit? Ne, habe ich nicht. Aber ich stelle mal hier hin. Mal gucken. Jetzt hat er alles noch dargestellt. Komm, grab da einfach einen raus. Oh, den Varus. Alter, guckt euch den Damage. Oh, holy shit, ey. Und das ohne AP-Items. Komm, Gnar. Alter, du brauchst deine Ulti. Oh, die Gnar, der braucht zu lange für seine Ulti. Oh, jetzt aber, jetzt aber. Oh, der Blitzcrank-Grab. Der war auch wieder legendär. Komm schon, Alter, bitte. Ja, das sieht gut aus, oder? Alter, was für ein Damage! Ich bin tot, oder? Ich bin immer noch drin. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich raus bin. Uff, Alter. Oh mein Gott. Eine brauche ich noch. Nidalee 3, das ist ganz geil. Eine Tristana braucht man noch. Boah, es wird jetzt tatsächlich nochmal spannend. Also raus sind wir noch nicht, aber vielleicht in der einer Runde. Ich weiß jetzt nicht, gegen wen ich spielen muss. Ich bin am überlegen, ob ich ihn einfach mal umstelle. Gucken. Einfach mal probieren.
Der Pike, der ist natürlich da oben, ne? Das war, glaube ich, dumm, dass ich das so gemacht habe. Ich glaube, das war richtig dumm. Oder? Wird es vielleicht doch noch was? Mann, die sind alle so low. Greif die doch mal an, ey. Oh? Doch, das wird was, glaube ich, oder? Solange Wayne hier jetzt nicht absoluten Bullshit macht. Nice. Die Runde gewinnen wir. Da sind wir unter den besten drei, das ist eigentlich schon mal ganz geil. Da bin ich schon ganz zufrieden mit. Jetzt kommt natürlich der Drake, okay. Gestaltenwandler können wir noch machen. Oder Shyvana, ne? Was bringt das denn? Okay, aber da habe ich nicht genug Dingens für. Wieso habe ich denn. Ach so. Tristana. Oh mein Gott! Wie lucky, Alter. Oh mein Gott, jetzt wird das. Ich habe noch Hoffnung. Ich habe tatsächlich noch Hoffnung. Ich habe zwar nur ein Item und so alles auf Tristana, aber bis jetzt ist das noch nicht verloren. So. Komm, gib mir irgendwas Gutes. Eine Rüstung. Dornpanzer. Das würde er bekommen. Den Gegner zu entwaffnen. Okay. Ich glaube, das mache ich da drauf. Auf ihn. Ich brauche jetzt so viel Leben. Ja, ich kaufe mir jetzt einfach nur noch Erfahrung. So, die haben beide noch 25 Punkte. Ich weiß nicht, ob das für einen Fight reicht, also wenn ich einen gewinne. Boah, jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Boah, ey, der ballert auch rein, ey, mit seinen goldenen. Aber ich habe jetzt mittlerweile auch drei. Oh, der Blitzcrane, der grabbt aber ganz schön oft. Das sieht ganz gut aus. Tatsächlich. Ja, die Runde gewinnen wir auch wieder. Mal gucken, wer von den beiden den anderen verliert. Er fliegt nicht raus, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass er mehr Punkte verliert. Ja, die Shyvana würde ich ganz gerne reinmachen. Deswegen kaufe ich mir wieder Level. Ich weiß nicht, ob es schlauer ist, weiter zu sparen erstmal, aber ich glaube, das macht mehr Sinn. So, die Frage ist halt, gegen wen ich jetzt muss, ne? Boah. Wenn ich gegen den muss, habe ich, glaube ich, verkackt. Mal gucken, wir werden es ja jetzt sehen. Oh. Das ist wieder der Bot, ne? Blitzcrank nimmt einfach instant einen raus. Das ist so geil. Oh, der Gnade, der Damage, Alter, der hat ja alle getroffen. Nice, Alter, nice. Ja, den Fight gewinnen wir auch wieder. Es war nur gegen die Bots, aber. Oh, jetzt ist es 1v1, Alter. Wir sind mindestens Zweiter, ey. Geil, Mann. Ich hab's euch gesagt. Oh, Shyvana. Da bringt mir eh nichts mehr. Egal, kaufen wir uns noch ein Level. Kann leider keinen mehr draufstellen. Er bleibt so stehen, ne? Gegen den habe ich auch gerade gewonnen. Jetzt hat er natürlich noch in der letzten Runde Garen auf 3 bekommen. Au. Ne, das ist dumm, was ich mache. Das ist dumm. Lass uns einfach so stehen. Wenn wir halt jetzt verlieren, ist auch okay. Mal gucken. Komm, Blitzcrank nimmt irgendeinen raus. Nicht den Garen! Warum den Garen? Er weißt du, davor hat er die ganze Zeit die. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum er jetzt den Dingens rausgrabt, ey. Ah, oh, Mist, ey. Ja, schade. GG. Als ob, ey. Hätte der Blitzcrank wen anders gegrabt, dann wäre es, glaube ich, anders ausgegangen. Uff. Aber egal. Wir sind Zweiter geworden, was soll man sagen? Das ist eigentlich eine sehr gute Taktik, ihr habt es gesehen. Man kann da auch mit gewinnen. Warum geht das jetzt einfach zu? What the fuck?
Egal, ihr seht nichts mehr, aber ich werde jetzt erstmal die Aufnahme beenden. Wir sehen uns das nächste Mal bei Rokorti. Wenn ihr Bock habt auf mehr Videos, einfach in die Kommentare schreiben und ein Like da lassen. Wir sehen uns, bis dann.